Nur durch Tasten und Hören wählt sie ihre Fotomotive aus. Denn Michaela Eiben ist seit 20 Jahren blind. Zusammen mit ihren Kindern ist sie regelmäßig auf der Suche nach neuen Dingen, die sie fotografieren kann. Stets vorsichtig und konzentriert nähert sie sich ihrem Fotoobjekt. So. Ist hinter mir jemand? Ja, Mama läuft jetzt rückwärts. Achtung, nicht, dass ich wieder irgendwo im Blumenbeet lande. Dieses zum Beispiel ist ja durchs Ertasten. Muss ich mir natürlich vorstellen, will ich ihn hochkant fotografieren, will ich ihn ganz quer drauf haben, wie weit muss ich zurückgehen, also viel Konzentration ist das. Doch nicht alle Motive, die Michaela gerne fotografieren würde, sind möglich. Ich kann nicht jedes Motiv nehmen, ich muss das nehmen, was ich eben hören und was ich eben tasten kann. In diesem Fall ist es die richtige Höhe, das heißt noch für mich meine Kopfhöhe. Wenn irgendwas ganz hoch wäre, kann ich es nicht greifen. Ihre Kinder, Gina und Kira, sind immer ein besonderes Motiv. In diesem Fall geht alles über das Gehör. Es wird noch lange dauern, bis ich drin wohne. Und schön weiter. Ihre Bilder zeigt die 40-Jährige sogar in einer Ausstellung im Auricher Krankenhaus. Gehörte und gefühlte Motive ist der Titel und jedes Bild hat eine eigene Geschichte. Immer geht es dabei um sehr viel Gespür, Konzentration und natürlich um einen glücklichen Moment. Abends, als mein Mann am PC versucht hat, die Bilder zu sortieren, um zu gucken, was geworden ist, hat er dann halt entdeckt, dass ein Regenbogen vor ist und hat mich gefragt, ob die Kinder den fotografiert hätten. Und ich sage, nö. Und dann sagt er, ja, du hast einen Regenbogen getroffen. Auch die Besucher sind von den Bildern der 40-Jährigen begeistert. Ich finde das wunderbar. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt hat. Ich finde es grundsätzlich erstmal mutig und sich das auch schwer vorzustellen, wie man ohne Augen einfach auch so eindrucksvolle Bilder zustande bekommt. Gut getroffen, so als wäre sie eine Sehende. Und genau solche Reaktionen machen Michaela stolz und spornen sie an, weiter auf den Auslöser zu drücken. Ich glaube, ein Stück weit auch immer ein bisschen Trotz, zu zeigen, was alles so geht. Ein Stück weit aber auch einfach nur, ja, Neues auszuprobieren. Immer wieder irgendwas anderes, irgendwas Neues und immer irgendwas Verrücktes. Eines liegt der 40-Jährigen bei ihrer Arbeit besonders am Herzen. Menschen mit Handicap, denen zu zeigen, gebt euch nicht auf, es geht eine Menge, aber man muss aber auch eine Menge dafür tun. Aber es geht. Unterstützung erhält die blinde Fotografin von ihrem Mann Jürgen. Er hilft ihr beim Sortieren der Bilder. Und dann musst du dir vorstellen, da ist der Kopf. Okay. Dann hast du hier so halb über den Kopf weggeschossen zum Löwen. Das ist einfach nicht normal, in Klammern, dass eine blinde Person Fotos macht und das dann als Vernissage ausstellt. Und dass dann so viel positive Resonanz kommt, macht mich natürlich stolz. Ohne die Kritik ihres Mannes ginge es sowieso nicht. Das ist eigentlich das spannendste Gefühl, wenn man hinterher sagt, du hast das getroffen und du hast es richtig gut getroffen oder das ist perfekt geworden. Weil dann weiß man, diese ganze Ausdauer, diese ganze Konzentration, was wirklich schwer ist, hat sich gelohnt. Weil das ist für mich mein Sehen dann in dem Moment.